Seit 1969 ist das Ferrari-Unternehmen unabhängig. Der Börsengang erwischte einen guten Start und beförderte die Aktien über den IPO-Preis. Ich begrüße Sie zur heutigen Presseschau. Der Startpreis lag mit 60,97 US-Dollar, 17% über dem IPO von 52. Während des Handels hat sich dieser aber wieder zurückgezogen. Die Ferrari-Aktien liegen somit bei 55 US-Dollar, also 5,8% über dem IPO-Wert. Das Unternehmen wird auf rund 10,4 Milliarden US-Dollar eingeschätzt. Der Börsengang ist der erste Schritt in die Unabhängigkeit seit 1969. Damals kaufte Fiat 50% des Unternehmens. Etwas später wurde dieser Anteil bis auf 90% vergrößert. Fiat Chrysler will ein Zehntel seiner Beteiligung wieder verkaufen, um somit die Frontpreise und auch dessen Produktentwicklung, wie zum Beispiel die Vervollständigung dessen Alfa Romeo-Marke und anderer luxuriöser Marken wie Maserati, anzuregen. Sergio Marchionne, der Geschäftsführer von Fiat Chrysler und der Vorsitzende des Ferrari-Unternehmens, sagt, dass Ferrari noch viel Entwicklungsraum besitze. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 7.200 Einheiten produziert. In 2019 soll das Unternehmen jährlich 10.000 Einheiten herstellen. Ian Fletch, ein Analyst aus der IHS, sagte, was auch immer die neue Strategie erlassen sollte, wird diese die Verbindung zwischen Mystik und der gewinngenerierenden Fähigkeit dieses Geschäftes aufrechterhalten und weiterführen. Herr Marchionne findet, dass die Nachfrage steigen müsse, bevor man die Produktionsumfänge vergrößern wird. Er sagte Folgendes: Wir haben eine enge Verbindung zu unseren Kunden. Der Versuch, die Produktionsumfänge zu vergrößern, wäre tödlich, falls er dieser Beziehung schaden sollte. Aaron Daniel aus dem Humbra Capital Management äußerte sich folgendermaßen: Die Gewinnaussichten sind gut, aus diesem Grund müsse die Strategie funktionieren. Nun wird der künftige Ertrag davon abhängen, wie man das Ziel von 10.000 Einheiten pro Jahr umsetzen wird. Das war es für heute. Mein Name ist Lois Mikole, ich verabschiede mich und bis bald.